Ja, hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich muss gerade nochmal wieder im Anschluss spielen. Ich habe jetzt schon zwei Parts aufgenommen. Ich würde so gerne Pause machen, aber es gibt hier nichts zum Speichern. Deswegen gehe ich wieder runter zu Pyri. Das wird total toll jetzt. Und bestimmt muss ich genau in seine Richtung. Ich glaube, da kommt er nämlich irgendwo schon. Ich wette, er kommt hier irgendwo. Ja, da ist er. Hey, wie geht's? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich nehme einfach mal die Leiter. Irgendeine Leiter wird es ja wohl mal geben, die geht. Toll, da geht's auch nicht weiter. Scheiße. Bin ich jetzt hier gerade im Kreis dann gelaufen? Scheiße. Ja, super. Welche nehme ich jetzt? Nee, lass mal. Stecken. Ich nehme mal die. Weil ich ja gar nicht mehr weiß, welche ich schon genommen habe. Vielleicht ist es ja auch eine, die ich noch nicht hatte. Wäre schön. Es ist eine. Mit einem Speicherplatz. Da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Sie weist mehrere Flecken auf, die wie Blut aussehen. Und sie ist teilweise unleserlich. Ach ja. Aber sie ist wichtig. Die Le Mann, die Le letztes Mannes später identifiziert, die Leiche eines Mannes später identifiziert als Thomas Orozco vielleicht. Holzfäller, Alter 39, wurde immer au auf liegend entdeckt. Okay. Die wahrscheinliche Todesursache. Wären mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Todeszeitpunkt des Todes liegt zwischen 23 und 24 Uhr. Aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tatwerkzeuges be betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Orozco, ich meine, der hieß so, häufig betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei alternativ nicht Raub, Überfall, sondern vielleicht eine Art Verbrechen. Aft. Aber das Ding ist, dass doch Angela mit Nachnamen so heißt. Daran meine ich mich zu erinnern, dass Angela mit Nachnamen so hieß, unsere Angela, die wir hier kennengelernt haben. Und es könnte sich ja hierbei jetzt dann um ihren Vater handeln, der gefunden wurde. Ich speichere ab. Ich habe es so verdammt verdient in diesem Unterwasserlabyrinth. Ich habe keine Ahnung, was ich hier übersehen haben könnte noch im Labyrinth. Per Zufall haben wir ja schon das Messer gefunden von Palmetet. Ich denke, das ist schon eins der wichtigen Sachen. Und Pistolenmunition hatte ich auch gefunden. Aber dass ich jetzt hier einen Speicherplatz finde, ist für mich das A und O. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was da unten noch ist, aber wir gehen da jetzt mal durch diese Tür. Wow, voll der lange Riesengang hier wieder. Ah, warte. Eine Zeitung wieder. Kannst du die überall an den Wänden und dem Boden sind Zeitungen. Es scheint aber alles uninteressant zu sein. Diese hat aber das heutige Datum. Das ist irgendwie seltsam. Aha, passiert das also alles an einem Tag? Oder so? Also, das ist Qua. Habe ich mich erschrocken? Lass mich. Oh, jetzt muss er auch noch nachladen, der Vollidiot. Ja, mir geht's voll scheiße, weil du hier ewig lange lädst, du Depp. Lass es sein. Lauf doch mal weg. Ey, er ist voll lahm. Ja,
Was soll ich machen? Ja, du Spasti, James. Lauf! Ja, ich sterbe gleich. Lass es doch einfach. Lauf, 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 lauf! Nee. Lauf! Oh, verdammt! Ja, komm! Du bist so doof, echt. Nehmen wir mal diese komische Ampulle, die hält eine Weile. Ja. Ja. Nun, ey. Das ist voll schnell. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja. Nee. Oh Mann, oh. Ich muss aber. Wann stirbt der denn mal? Kannst du mal aufhören, mir so am Arsch zu kleben? Endlich. Was war das überhaupt? Kindheitstrauma. Sieht aus wie ein Monsterteppich. Are you okay? Ein lebendes Spülbecken. Ein lebendes Monster spürt. Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same thing. You're only after one thing. No, it's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself. You disgusting pig. Don't touch me. Make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar. I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never. Okay, also die Vermutung, und ich glaube, damit spoilere ich jetzt auch nicht, die Vermutung liegt halt sehr nahe, dass, soweit ich weiß, Angelas Vater sie halt geschlagen hat und wahrscheinlich auch vergewaltigt hat. Und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade quasi gegen ihren Vater gekämpft oder so, auch wenn der aussah wie ein lebendes Spülbecken. Und dadurch ist sie, deswegen haben wir zum Beispiel auch die Zeitung gefunden, und vielleicht, wenn sie den getötet haben sollte, ja, dann ist halt der Vater tot aufgefunden worden. Was ich aber irgendwie nachvollziehen kann, dass sie sich irgendwie mal wehren und rächen wollte an dem Schwein. Und wir haben blutige Spuren hinterlassen, habe ich gar nicht gesehen. Und diese Dinger hier in den Wänden, die auch ziemlich eklig sind und absurd, sollen halt leider das Sexuelle darstellen, mit dem sie sich halt immer auseinandersetzen musste, um es mal so nett auszudrücken. Und ihr könnt euch ja dann vorstellen, was das halt dann hier in den Wänden zu tun hat. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Aber das ist halt ziemlich eklig und ja,
Das ist sozusagen Angelas Raumwelt hier. Wir gehen raus. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Können wir nicht zwischendurch nochmal speichern? Wenn ich jetzt nochmal zurücklaufe, würde ich gerne nochmal speichern, wenn das geht. Ja, können wir. Das finde ich sehr gut. Weil dann habe ich das sozusagen hinter mir, ohne dass, ohne dass mir jetzt was verloren geht nochmal. Auch wenn ich sagen muss, dass der Kampf hätte besser laufen können. Weil ich irgendwie voll oft von dem gefangen genommen wurde. Und dadurch habe ich viel Erste-Hilfe-Kästen und so jetzt verbraucht. So, dann gehen wir mal durch die Tür. Okay. Gehen wir durch die Tür. Oh Gott, die sind ja alle offen. Oh mein Gott. What the hell? Oh, ich erinnere mich. Und es ist ganz schrecklich hier. Sein Gesicht ist mit einem Blatt Papier bedeckt. Darauf steht etwas geschrieben. Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Oh Gott, hier steht, warum die alle gestorben sind, diese gehängten Männer. Kannst du mal bitte... Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Oh, ist das eklig. Und es ist auch so still hier. Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Wegen Entführung. Dieser Mann wurde wegen Körperverletzung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Ja. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Die Männer sehen auch alle gleich aus. Mhm. Mhm. Okay. Es ist so still hier. Warum ist es so still hier? Was ist das hier für ein Raum? Oh, sozusagen der Gegenteilraum. Er hat ein schlimmes Verbrechen begangen. Er hat ein glückliches Heim in einen Haufen Asche verwandelt. Dafür sollte er sterben. Und was ist... Was? Warte mal. Ich muss das nochmal machen. Weil irgendwie hat das übersprungen oder so. Auch sie begingen Verbrechen. Sie versuchten, andere zu betrügen und zu beschwindeln. Also ist auch ihre Belohnung nur natürlich. Selbst ihm kann nicht vergeben werden, meinem Freund ohne linke Hand, und so kümmerte sein Tod mich nicht. Und was ist mit ihm? Auch er ist nichts ohne Sünde. Hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Das vermisste Kind war nirgends zu finden, und so gab es keinen Beweis für seine Schuld. Sein Tod war eine Tragödie. Mehr will ich nicht sagen. Es war weder Gerechtigkeit noch Vergeltung. Und was steht da? Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Okay. Da hängt ein Seil von der Decke. Und was ist, wenn ich da jetzt ziehe? Ich kann also die Seile hier ziehen. Ich weiß aber nicht, wo ich ziehen soll. Ich mach das jetzt einfach mal ganz intuitiv. Aber nicht, weil ich das Rätsel mir gerade anguck. Dann nehme ich noch das Seil. Hier kannst du das auch. Ich wette, das hängt halt jetzt die Männer von nebenan. Und natürlich soll man das anhand des Rätsels machen. Ich will jetzt nur mal rüberlaufen und gucken, was da ist. Was sich geändert hat. Boah, ist das eklig. Und das ist voll krank, ganz ehrlich. Aber es hat sich gar nichts getan, oder was? Körperverletzung?
Ich glaube, ich schreibe mir das mal eben auf. Moment mal. Also, wir haben einmal Körperverletzung. So, das ist der erste. Was haben wir hier? Entführung. So. Muss ich mal... So, jetzt laufen mal dahin. So. Nicht nah genug dran. Oh, dreh dich mal dahin. Hey, ich stehe doch hier richtig. Oh, ich kann nicht schreiben und Controller benutzen hier. Also, Betrug. Okay, haben wir es doch. Betrug. So, mache ich mal hier weiter. Fälscherei ist gegenüber. Brandstiftung. Und irgendeiner von denen ist ja der Unschuldige. Ich frage mich gerade, wer. Was haben wir hier? Diebstahl. So, damit haben wir die jetzt alle. Dann kann ich jetzt rübergehen und dann das Rätsel versuchen. Geh mal rüber. Oh, was? Warum? Und woher? Woher kommt der auf einmal? Was? Was? Ach Leute, ach James. James, es dauert mir echt zu lange mit dir, mit deinem Scheiß. Wo ist jetzt der andere hin? Oh. Ey, verrecke endlich! Meine Fresse, wo kommen die denn auf einmal alle her? Die waren doch vorher nicht da. Wollt ihr mich verarschen? So. Nochmal der blöde Raum hier. Ey, das war jetzt echt gemein. Drei Stück auf einmal und vorher war gar keiner da. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Hier, so Rätsel nochmal. Also, geht los. Er hat ein schlimmes Verbrechen begangen. Er hat ein glückliches Heim in einen Haufen Asche verwandelt. Dafür sollte er sterben. Das ist auf jeden Fall der Brandstifter. Ich mache mal ein Kreuz dahin, damit ich weiß, dass ich den nehme. Auch sie begingen... Verbrechen, sie versuchten, andere zu betrügen und zu beschwindeln. Also ist auch ihre Belohnung. Nur natürlich. Auch sie, aber das sind ja dann zwei. Wir haben Körperverletzung, wir haben vielleicht, also auf jeden Fall Betrug und Fälschung vielleicht. Das würde ja passen. Ich mache mal bei beiden ein Kreuz. Selbst ihm kann nicht vergeben werden, meinem Freund ohne linke Hand. Und so kümmert sein Tod mich nicht. Ohne Hand? Meinem Freund ohne linke Hand. Wir haben noch übrig Körperverletzung, Entführung und Diebstahl. Was könnte denn das sein mit ohne Hand? Ich nehme mal noch weiter. Und was mit ihm? Auch er ist nicht ohne Sünde. Hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Ja, aber welcher denn? Vielleicht Diebstahl, was mit ihm auch erst nicht ohne Sünde, dass Diebstahl halt auch eine Sünde ist. Ich nehme das einfach mal, auch wenn ich mache mal ein Fragezeichen daneben. Hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Also der, der die Entführung und Körperverletzung gemacht hat, ist ja beides schlimm. Das würde mich jetzt wundern. Das vermisste Kind war nirgends zu finden und so gab es keinen Beweis für seine Schuld. Sein Tod war eine Tragödie. Ach, das vermisste Kind, hier die Entführung. Ah, okay, also ist das, was übrig blieb. Warte. Körperverletzung müsste dann der eine sein. Mal gucken, ob das passt. Verbrecher. Die beiden hier mit Betrug und Fälschung. Selbst ihm kann ich vergeben werden, meinem Freund ohne linke Hand. Und so kümmert mich sein Tod nicht. Das müsste dann die Körperverletzung sein.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir lassen mal alle bis auf Entführung oben. Und das ist genau der hier. Also, wir müssen den ziehen. Dann müssen wir den da ziehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig löse, das Rätsel, aber für mich passt es so eigentlich. Vor allem, weil mit sie beide gemeint waren. Und da würde Betrug und Fälschung, das ist ja irgendwie dasselbe, passen. So, der muss auch. Und daneben sind jetzt Brandstiftung und Diebstahl. Die müssen wir jetzt auch noch eben machen. In diesem schrecklichen Ort, mit diesem schrecklichen Rätsel. So, der letzte. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe jetzt alle gemacht. Bis auf den einen hier. Aber irgendwie sieht alles genauso aus wie immer. Oh, Leute. Ja, leck mich. Kein Bock, dich zu töten. Aber das ist alles wie immer. Habe ich einen Fehler gemacht? Also Entführung. Das Kind wurde nie gefunden. Weiß ich nicht, irgendwie. Aber es ist doch egal, wenn eh nur einer übrig bleibt und selbst wenn ich was verwechselt habe. Körperverletzung würde natürlich auch passen, aber Entführung passt doch noch viel besser hier, bei dem hier. Verstehe ich gerade nicht. Oh nee, es kommt noch mehr. Oh nee. Warum? Manno. Scheiße. Ja. Leckt mich. Die Tür hatte ich auch noch nicht. Oh. Ach, und dann geht das Gitter hier vielleicht hoch. Oder warum? Weil die Tür hatte ich nämlich noch nicht. Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Ja, und dann kriege ich nämlich einen Schlüssel bestimmt, ne? Und dann kann ich nämlich durch das Gitter durch. Alles klar, und dafür machen wir das. Ja, lass die Monster da mal laufen. Da kommen jetzt anscheinend randommäßig ständig neue. Da habe ich keinen Bock drauf, den Scheiß. Irgendwie müssen wir das hier noch lösen. Wir kriegen bestimmt einen Schlüssel und der fällt dann runter. Er hat ein schlimmes Verbrechen begangen. Er hat ein glückliches Heim in einen Haufen Asche verwandelt. Dafür sollte er sterben. Ja, das ist doch wohl... Moment, es geht bestimmt nicht einfach nur nach... Ich glaube, ich habe das schon richtig gemacht, aber es geht bestimmt nach Reihenfolge. Checke ich jetzt erst. Warte, dann muss ich die Zahlen mal ändern, die ich vorher gemacht habe. Dann nehmen wir als erstes den Brandstifter. Dann kommen die anderen beiden, aber da weiß ich dann nicht, wer zuerst kommt. Also einer von Betrug und Fälschung. So. Selbst ihm kann ich vergeben werden, mein Freund ohne linke Hand, und so kümmert mich sein Tod nicht. Entweder Diebstahl oder das andere. Und was ist mit ihm? Auch er ist nicht ohne Sünde. Hier gibt es nur einen, der unschuldig ist. Das vermisste Kind war nirgends zu finden und so gab es keinen Beweis für seine Schuld. Das ist nämlich die Entführung. Sein Tod war eine Tragödie. Mehr will ich nicht sagen. Es war weder Gerechtigkeit noch Vergeltung. Also, wir haben jetzt halt
bei Körperverletzung und Diebstahl weiß ich jetzt nicht, was da kommt, wer zuerst kommt, aber wir machen das jetzt mal anders. Wir nehmen jetzt mal den Brandstifter hier in der Mitte zuerst. Und dann geht das vielleicht nämlich nach Reihenfolge. Kannst du da mal ziehen? Jetzt kommt einer von den beiden halt zuerst, aber ich weiß nicht welcher. Deswegen fange ich mal hier an. Muss ja irgendwann mal einen Hinweis geben, ob das Rätsel gelöst wurde, oder? So, jetzt nehme ich den. Das Problem ist, dass ich jetzt auch wieder nicht weiß, welcher kommt. Wenn es nur einen Unschuldigen gibt, dann keine Ahnung. Jetzt gehe ich mal nach vorne in die Körperverletzungsecke. Hierhin. Na komm schon. Lass es mich richtig gemacht haben. Oh, es hat sich nichts getan, verdammt. Oh Manno, das ärgert mich jetzt. Ja. Was mache ich jetzt? Boah, der Part geht voll lange. Ich versuch's noch einmal, aber dann muss ich den Part abbrechen und ich kann jetzt nicht mal gerade speichern. Das ist echt blöd. Also, wir fangen nochmal an mit Brandstiftung. Jetzt kommt, nehme ich mal den hier zuerst. Das ist die Fälschung. Danach mache ich Betrug. Also mache ich das hier mal umgedreht. Ja, und jetzt kommt halt wieder Körperverletzung und Diebstahl. Ach, Manu, ich halte mich hier voll lange auf an dem Rätsel, weil ich das nicht so schnell kann. Und jetzt der letzte. Die Körperverletzung. Und auch das war nicht richtig anscheinend. Nope. Okay, ich hab's vergeigt. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich krieg's dann hin. Bis dann!